What's poppin', boys and girls? It's shower time. Shower, also Shower and Shower. Ich habe schon immer Wechselduschen und Sauna geliebt. Einfach aus dem Grund, weil mein Körper so warm und durchblutet wird und mein Kopf instant auf Relax schalten kann. Nichts, wirklich nichts, also keine Meditation, kein Spaziergang und keine Sportstunde, kann mich so schnell runterholen wie ein Kälteschock. Und genau das ist der Grund, warum ich sehr hellhörig geworden bin, als mein Freund Kevin mir vor einiger Zeit von Wim Hof erzählt hat. Falls ihr Wim Hof nicht kennt, dann habt ihr eine Wissenslücke, denn der Kerl ist großartig. Aber falls ihr ihn nicht kennt, Wim Hof hält den Weltrekord im Eis sein, im Eiswasser sein, ohne dass seine Kernkörpertemperatur sich verändert. Für fucking 2 Stunden. Ja, und weil das nicht reicht, ist er einfach mal den Mount Everest noch in Shorts hochgelaufen. /klettert. Um die Wim Hof Methode soll es in diesem Video nicht gehen, aber falls ihr Bock auf ein Video habt über die Wim Hof Methode, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, denn da hätte ich sehr groß doll Bock drauf. Long story short, ich fand das alles total faszinierend und hab's dann aus den Augen verloren, so wie das oft ist. Aber dann hat mir Stop the Water While Using Me, das ist eine Marke, mit der ich schon öfter auf Instagram zusammengearbeitet habe, ihren Adventskalender geschickt. Und dann bin ich wieder auf dieses Thema gestoßen. Und ich sage euch gleich, warum. Ich möchte mich erst einmal bei Stop the Water While Using Me bedanken. Die sind nämlich Sponsor dieses Videos. Vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört oder ihr habt schon mal diese kleinen oder sehr großen, die gibt es auch in sehr großen Flaschen, in Hotels gesehen. Wie oft werde ich das in diesem Video sagen? Stop the Water While Using Me setzt sich nämlich für Wasserknappheit an. Einen Teil ihrer Erlöse spenden sie an Good Water Projects. Das ist ihre eigene Wasserinitiative und die unterstützt Wasserschutz- und Trinkwasserprojekte auf der ganzen Welt, also zum Beispiel Madagaskar, Kenia und Tansania. Für Weihnachten hat Stop the Water While Using Me sich eine Kampagne überlegt, die Challenge and Change heißt. Und in diesem Umfang gibt es 2 Produkte. Einmal den All Natural Change Adventskalender und das All Natural Change Kit. Dieser Kalender, der offensichtlich täglich zur Veränderung aufruft, beinhaltet 12 biologisch abbaubare Produkte von Stop the Water, darunter Zahnpasta, Seife und auch Body Butter, die übrigens erst nächstes Jahr ins Sortiment kommt. Und mehr will ich jetzt nicht verraten, man will ja nicht vorher schon sagen, was alles in einem Adventskalender ist. Aber unter anderem, und jetzt wird es interessant, auch 12 Challenge-Kärtchen, die zum Umdenken anregen sollen. Und Stop the Water hat mich gefragt, ob ich Bock habe, eine dieser Challenges in einem Video umzusetzen. Und was fand ich da? Take a super quick and super cold shower today. It's not only good for your health, but also saving water and energy. Und wegen allem, was ich euch vorher erzählt habe, wusste ich sofort, das ist meine Challenge. Und ich werde nicht nur einen Tag kalt duschen, ich werde 7 Tage kalt duschen und schauen, was das Ganze mit mir macht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, mich dabei zu begleiten. Leute, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und es wartet eine eiskalte Dusche auf mich. Meine Idee war ursprünglich, dass ich nach dem Sport dusche, kalt dusche, weil dann ist man ja noch so voll aufgeheizt. Jetzt ist es aber so, dass ich spontan etwas nach dem Sport erledigen musste draußen und total durchgefroren bin. Und so durchgefroren bis ins Mark muss ich jetzt in die kalte Dusche. Ja, und ich habe beschlossen, dass obwohl heute Haarewaschtag wäre, ich es nicht tue, weil ich glaube ich noch nicht stark genug bin, als dass meine erste eiskalte Dusche mit Haare waschen wird. Dann mal los. Die Überwindung ist so groß, wenn man friert. Verrückt, dass ich ein BH tragen muss auf YouTube jetzt, weil ich sonst gesperrt werde, wenn man meine Lippen sieht. Obwohl ein Typ, der nur weniger Fettgewebe da hat, einfach oben ohne rumlaufen kann. Ich bin fertig! Also eine Sache ist sicher, ich werde die nächsten 7 Tage auf jeden Fall nicht den gängigen Gedanken haben, dass ich nicht unter der Dusche weg will. Es ist noch sehr früh. Und kennt ihr das, wenn man früh aufstehen muss und es ist noch dunkel und man denkt sich, zumindest kann ich unter die warme Dusche jetzt
gehen und noch so tun, als wäre es so warm wie die Bettdecke. Ja, yeah, that's not gonna happen to me now. Ich bin wach. Junge, mein Wasserverbrauch sinkt auf jeden Fall. Es ist nicht nur die Energie, die ich spare. Man beeilt sich doch. Aber ich muss sagen, es ist ein schönes Gefühl. Umso krasser ich und überwindender für mich das in der Dusche ist, desto schöner ist es danach. Ich bin so krass durchblutet. Ich bin wach und ich habe unfassbar viel Zeit gespart. Es ist so ein kleines bisschen Stolz in mir, dass ich mich überwunden habe. Und ich habe auch mal etwas darüber gehört, dass sowas in Verbindung steht. Also das, oh, ich suche das raus und erzähle es euch später. Ich habe heute nach meiner kalten Dusche damit angefangen, über Kälte zu recherchieren. Nachdem ich aus dieser Dusche kam und mich angezogen habe und dasselbe gefühlt habe, was ich immer fühle, wenn ich Wechselduschen gemacht habe oder aus der Sauna kam und ich so ganz doll durchblutet war, hatte ich so ein Gefühl von innerer Wärme, dass ich irgendwie so ein Gefühl hatte, als sollte ich weiter recherchieren. Also es war auf einmal so ein Interesse in mir für dieses Thema Kälte und Gesundheit und bin auf sehr, sehr viele interessante Sachen gestoßen. Unter anderem auf einen Artikel von einem Typen auf Reddit, der seine Erfahrung geteilt hat, nachdem er 365 Tage kalt geduscht hat. Und der hat Tipps gegeben, die ich sehr, sehr gut fand, dass man, bevor man in das kalte Wasser tritt, dazu neigt, die Luft anzuhalten. Und dass er relativ schnell gelernt hat, dass es angenehmer ist, seine Atmung zu kontrollieren und konstant zu halten vor der Dusche, während des Eintretens und auch während der Dusche. Zum Zweiten ein, finde ich, noch besserer Tipp. Und zwar sagt er, dass man akzeptieren soll, dass die Dusche kalt ist und dass man ganz oft zögert, bevor man ins kalte Wasser tritt und man quasi so eine Art Angst vor dem kalten Wasser hat. Und er sagt, dass das Energie- und Zeitverschwendung ist, wenn man sich so viele Sorgen und sich so einen Stress macht, kurz vor dieser Dusche, man diese kalte Dusche viel schlimmer macht, als sie eigentlich ist. Dass kalt außerdem nicht gleich schlecht bedeutet, dass wir konditioniert darauf sind, dass warm immer gemütlich und gut ist und kalt automatisch schlecht, obwohl wir rational wissen, dass eine kalte Dusche uns nichts Schlechtes tut und nicht krank machen kann. I think of the cold as a noble force. It's just helping me. It's training me. It's bringing me back to the inner nature, the way it was meant to be. And this way I do not only endure the cold, I love the cold. Ja, mit diesen zwei Tipps werde ich dann morgen früh, sehr früh, in meine kalte Dusche steigen. Und jetzt gehe ich unter die warme Decke auf meinem Sofa. Normalerweise würde ich jetzt aufnehmen, wie ich rumheule, dass heute der Tag ist, an dem ich meine Haare waschen muss. Aber wie wir gestern gelernt haben, muss ich einfach drunter stellen und akzeptieren, dass die Dusche kalt ist. Also keine Verzögerung. Das Ding ist, normalerweise lasse ich Haarprodukte immer so 5 Minuten einwirken. Und was macht man in der Zeit? Man genießt die warme Dusche. Jetzt überlege ich, was man noch in der Dusche machen könnte. Tanzen. Tanzen, das ist doch jetzt so ein Ding im Internet, ne? Shake it off. Ich bin der falsche Influencer dafür. Nicht drüber nachdenken. Einfach akzeptieren. Wasser ist kalt. So ist das nun mal. Das stört mich überhaupt nicht. What the fuck? Dieser Typ hat gestern in dem Artikel gesprochen, dass man sich nicht auf die Dusche freut, sondern auf das Leben außerhalb der Dusche. Und das kann ich definitiv bestätigen. Während eine kalte Dusche der nächsten folgte, recherchierte ich weiter. Und man glaubt gar nicht, wie viel man zu etwas so Simplem wie einer kalten Dusche im Internet findet. Es ist eine ganze Wissenschaft. Und in diesem Zusammenhang stieß ich auch immer wieder auf Wim Hof. The shower exercises to train the cardiovascular system. We get muscles everywhere in the system, 100,000 kilometers, so we are going to trigger it. How?
How by not choking when you go into a cold shower? In the beginning, of course, of the course, you go from the heat to the cold. Your body learns to adapt. I mean, the veins learn to adapt. And they are triggered, the muscles work, and in a couple of days, it's bearable. You can do it because the condition elevates. Ich fand heraus, dass Kältetherapie seit Tausenden von Jahren praktiziert wird, aber erst heutzutage von der Wissenschaft in Gänze belegt wird. Um unsere Venen herum verlaufen kleine Muskeln, die sich zusammenziehen, wenn unser Körper in Kontakt mit Kälte kommt. Setzen wir uns täglich dieser Kälte aus, werden diese kleinen Muskeln stärker und stärker. Dadurch werden unsere Venen gesünder und verringern die Anstrengung, die unser Herz aufbringen muss, um Blut durch unseren ganzen Körper zu pumpen. Studien haben belegt, dass Kältetherapie die Fettverbrennung anregt, das Herz-Kreislauf-System entlastet, das Immunsystem stärkt und die Entzündungswerte im Körper senkt. Während meiner Recherche stieß ich außerdem auf einen völlig neuen Ansatz von Matt DiVella, der dasselbe Experiment wie ich aufgrund eines Buches von Julian Smith aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet, und zwar das Heraustreten aus der Komfortzone. Julian Smith beschreibt in seinem Buch einen Moment namens The Flinch. Das ist der Moment kurz bevor wir etwas Unangenehmes machen wollen. Also der Moment, der so unangenehm ist, dass wir die geplante Handlung verschieben wollen oder abbrechen. Julian Smith sagt, dass wir persönlich daran wachsen, wenn wir diese Momente überwinden und uns unserer Angst vor etwas Unangenehmem stellen. Do you think that doing something like cold showers, would that help other areas of your life? Your body is always saying to you, be safe, be safe, be safe. And as that happens, it's like slowly shrinking your circle. What you want in order to have like a really decent life where you just don't have to reproduce and die is to be able to progressively increase the circle in order to be able to get more and more experience. It's not about the cold shower. It never was. It was never about any single moment. It's about a habit of doing something that is hard just because the other side is better and because the next flinch is going to be easier as a result of you doing this one right. Heute ist Tag 8 meiner 7-Tage-Challenge. Und in diesen 8 Tagen habe ich 9 kalte Duschen gehabt. Warum 9? Weil ich gestern Abend auf einmal die Idee hatte, ich könnte mich kalt überduschen, um mich dann schön in mein warmes Bett zu legen. Und es war das Schönste auf der ganzen Welt einfach. Ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Experiment und werde es weiterführen. Ich werde es an dieser Stelle für dieses Video abbrechen, aber wenn ihr Lust habt und das Ganze sich bei mir wirklich noch lange zieht, werde ich gerne irgendwann ein Update geben. Aber ich bin auf einen merkwürdigen Kältepfad gestiegen, der mir sehr viel Freude bereitet, und ich schaue mal, wo er mich hinführt. Falls ihr Interesse an dem Adventskalender habt, den ich euch am Anfang gezeigt habe, dann verlinke ich euch den in der Infobox, und ich habe auch noch einen 15% Rabattcode auf das gesamte andere Sortiment. Der Rabattcode gilt nicht für den Adventskalender, aber für alle anderen Produkte. Falls ihr Weihnachtsgeschenke braucht, schreibe ich den Code mal hier hin und unten in die Infobox. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das kleine Experiment hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ihr seid süß, ihr seid klein und jeder für sich ein kleines Schwein. Macht's gut.